Ein Spektakel erwartet das Wochenende auch die Einwohner von Küsnacht in Zürich. Von lauter Journalisten werden die wahrscheinlich kaum ihr eigenes Haus finden. Am Sonntag feiert nämlich Tina Turner ihre Hochzeit in ihrem Anwesen direkt am See. Ein Riesenereignis für die Boulevardmedien, obwohl das Hochzeitspaar ja eigentlich schon geheiratet hat. Jetzt ist es amtlich. Tina Turner und Erwin Bach sind Mann und Frau. Tina Turner hat vor einigen Tagen in einer zivilen Zeremonie geheiratet, bestätigt der Gemeindeschreiber von Küsnacht gegenüber Glanz und Gloria. Privat und im engsten Kreis. Ein bisschen größer und wilder wird die Party am kommenden Sonntag. Dann nämlich besiegeln die beiden ihre Liebe mit einem rauschenden Fest. In ihrer Villa in Küsnacht werden die ganz Großen des Business erwartet. Man munkelt, dass Talkmasterin Oprah Winfrey, Superstar David Bowie, der italienische Schmusesänger Eros Ramazzotti und Modedesigner Giorgio Armani mit Tina Turner ihr Eheglück feiern. Armani soll gar das Hochzeitskleid von Tina Turner schneidern. Die Sängerin soll ihre Nachbarn in einem Schreiben vorab um Nachsicht gebeten haben, falls das Fest etwas lauter werden sollte. Seit 27 Jahren sind der Superstar und der Musikmanager ein Paar. Nun ist ihre Liebe amtlich besiegelt und wird am Sonntag wild gefeiert. Und wenn wild gefeiert wird, sind wir von Glanz und Gloria natürlich auch nicht weit weg. Das Hochzeitsfest ist zwar strikt privat und wird hermetisch abgeriegelt, aber am Sonntag im G&G Weekend erfahren Sie bei uns das Neueste über die grosse Zeremonie an der Küsnacht der Küste.